So, jetzt sind wir da. Da ist die Kirche, da ist die neue Orgel. Wir sind mal gespannt. Begleitet von wunderschönen Orgelklängen finden wir auf der Empore neben wunderschöner Dekoration die Organistin Hanna Hahn. Ist ja keine Sonate, aber ist ja doch so ähnlich. So, für den langsamen Satz werden wunderschöne romantische Klänge ausgesucht. Wie lange haben Sie auf das Instrument gewartet? Wenn man so will, wenn man ganz genau sein, 27 Jahre, ne? Das ist prächtig. Ich hier bin, ne? 27 Jahre warten. Dann 2014 die Glocken ersetzt haben. Durch großes Engagement von unserem Gemeindekirchenratsvorsitzenden Frau Wunsch und von dem damaligen Pfarrer Wegner kam der Gedanke, dann müsste auch was an der Orgel passieren. Aber die Orgel war eben nicht mehr spielbar. Hm. Vor allen Dingen geschädigt durch die beiden Weltkriege und das, was danach passiert ist. Also es ist eben gekommen aus so einem nationalen Fonds für Orgeln von nationaler Bedeutung, was ja insofern stimmt, weil es für so den dörflichen Raum doch was Besonderes ist. Die Renovierung der Apsis war der Beginn. Nun sind auch festliche Orgelklänge eingezogen. Dann auf Wiedersehen in Jünsdorf. Wir gratulieren herzlich.